Hallo und herzlich willkommen bei Kanal 3 Mürztal. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was wir alles für Sie vorbereitet haben, das zeigen wir Ihnen, wie gewohnt, in unserer Themenübersicht. Willi Gavalier im Interview der Woche. Vortrag Museum im Alten Rathaus. Und Kinotipp der Woche, Asterix im Land der Götter. Woche für Woche treffen wir in unserem Interview interessante Persönlichkeiten. Diesmal stand uns Tanzprofi Willi Gavalier Rede und Antwort. Zu unserem heutigen Interview der Woche darf ich den Grazer Tanzstar Willi Gavalier begrüßen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wenn wir jetzt auch gleich anfangen, wie bist du zum Tanzen gekommen und was steckt hinter deiner Leidenschaft? Ja, wie ich zum Tanzen gekommen bin, das ist eigentlich ganz eine lustige Geschichte. Vor fast 20 Jahren hat ein Freund gesagt, ob ich nicht mitkommen möchte zum Tanzen, weil da gibt es so viele fesche Mädels und die suchen einen Tanzpartner. Und ich habe mir gedacht, ja, das klingt irgendwie alles zusammen sehr einladend. Zur Musik habe ich mich immer schon gern bewegt und habe mir gedacht, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Und so bin ich mitgegangen und hängen geblieben. Und was ist das ganz Besondere für dich und was macht dir die meiste Freude? Ja, das Unvergleichliche beim Tanzen ist einfach das, dass so viele verschiedene Komponenten zusammenkommen. Also man bewegt sich zur Musik, man macht Bewegungen im eigenen Körper, man spürt so in sich hinein und man hat noch eine Partnerin. Also das ist einfach so ein tolles Dreierpack, das eigentlich kaum etwas anderes liefern kann. Und zu diesen Komponenten, was gefällt dir da am besten? Welcher Tanzstil bzw. was ist da das Spannendste? Puh, es ist eigentlich schwer zu sagen, welcher Tanz der Lieblingstanz ist, weil das ein bisschen stimmungsabhängig ist. Es gibt Phasen, da bin ich vielleicht ein bisschen melancholisch oder ruhiger, dann mag ich gerne einen langsamen Walzer, so einen besinnlichen. Dann gibt es aber Phasen, wo man so ja, am liebsten explodieren möchte, da tanzt man dann einen feurigen Paso Doble. Oder wenn man ganz gut drauf ist und quietschfidel, dann tanzt man so einen lustigen Jive. Also das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie man sich auch gerade fühlt oder wie es einem geht. Und zum Thema Profitanz, was dürfen die Leute sich da eigentlich genau darunter vorstellen? Wie lebt man sein Leben als Profitänzer? Was beinhaltet das für dich? Ja, wenn man im Tanzsport tätig ist, also oder wenn man aktiver Sportler ist, dann ist das wie in jeder Spitzensportart heutzutage, da gibt es eigentlich nur das und neben gar nichts. Und das habe ich auch viele, viele Jahre so betrieben. Das waren sehr harte, eiserne Jahre mit Strenge und Disziplin, sonst kommt man da nicht weiter. Man trainiert einfach dreimal am Tag einige Stunden, da 7 Tage die Woche, dann fährt man an den Wochenenden zu Turnieren. Ja, ist auf der ganzen Welt unterwegs, bei den Wettkämpfen, trainiert bei Trainern, die aus aller Herren Länder kommen. Und ja, muss einfach sich immer wieder motivieren, auch wenn man noch so müde ist oder vielleicht mal einen Tiefschlag erleidet, wie das im Sport halt so ist. Da steht man nicht immer nur oben und muss sagen, na, ich mach weiter, ich kämpfe für meinen Traum und irgendwann schafft man es dann. Und das hat bei mir zum Glück ganz gut funktioniert. Es hat aber auch alle Höhen und Tiefen gegeben, aber ja, es war eine sehr intensive, aber wunderschöne Zeit, die ich überhaupt nicht bereue. Was hat sich dann jetzt für dich geändert, wenn du sagst, es ist nicht mehr so wie in den letzten Jahren? Also in den letzten Jahren hat sich einfach sehr viel verändert. Ich bin vom Leistungssport ein bisschen mehr ins Showgeschäft gerutscht. Das hat sich irgendwie durch die ganzen Fernsehshows und Auftritte so ergeben. Meine Shows haben sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Also ich mache ja nicht nur Tanzshows, sondern auch Sing- und Tanzshows, mache mir meine Tanzmusik quasi selber und versuche mich auch ein bisschen so als Entertainer und Sänger auf der Bühne. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein anderes Leben als bei den Wettkämpfen. Es ist nicht mehr so streng, es gibt keine Wertungsrichter, sondern es gibt halt jetzt nur noch das Publikum, für das man performt. Da war 2014 für dich ja ein sehr turbulentes Jahr. Was hat sich da getan? Bei welchen Tanzshows hast du mitgemacht und wie hat dich das beeinflusst? Ja, 2014 war ein sehr ereignisreiches Jahr. Es hat angefangen mit dem Fest der Besten bei Florian Silbereisen, wo ich das Weiße Rössl singend und tanzend präsentieren habe dürfen. Dann ist es gleich weitergegangen mit der Tanzshow Let's Dance und ich habe da die Möglichkeit gehabt, zum Glück bis ins Finale mitzutanzen. Das war natürlich ja ganz eine einschneidende Zeit, sehr intensiv. Ich war lang von zu Hause weg.
dann ist es in der Tanzschule auch so richtig losgegangen, weil ich kurz davor ja eigentlich erst die Tanzschule in Graz übernommen habe. Und so sind sehr viele Dinge in einem Jahr zusammengekommen, aber zum Glück ist es mir irgendwie gelungen, das alles irgendwie unter den Hut zu bekommen. Ich weiß selber nicht, wie das oft irgendwie funktioniert hat, weil die Zeit einfach immer sehr knapp ist. Und zum Thema Tanzschule, was du angesprochen hast, was für ein Schritt war das für dich? Wie bist du dazu gekommen, überhaupt eine Tanzschule zu eröffnen? Die Tanzschule ist natürlich auch so ein Lebenstraum von mir gewesen und das war irgendwie so ein Schritt in Richtung Sesshaftigkeit. Ich bin ja eigentlich, so gern ich unterwegs bin und so sehr ich es auch liebe, auf den Bühnen zu stehen, am liebsten zu Hause. Ich bin einfach so ein bisschen ein Daheimgebliebener, wenn man so will. Und deswegen freut es mich, dass ich da in Graz einfach so einen Standort habe, wo ich sagen kann, da kann ich tanzen, wann immer ich möchte. Da können die Leute herkommen und ja, mit mir ein bisschen die Freude am Tanzen teilen. Und zum Thema Graz, du wurdest ja 2014 auch zu den Grazern des Jahres gewählt. Was war das für dich? Wie ist das dazu gekommen und wie war das im Allgemeinen? Ja, also es ist auch eine große Ehre für mich, dass ich da irgendwie vom Publikum zum Grazer des Jahres gewählt worden bin, in der Kulturkategorie. Ja, wie das alles passiert ist, weiß man auch nicht so, aber es gibt zum Glück liebe Fans, die mich da, glaube ich, unterstützt haben und ja, denen möchte ich an der Stelle einmal Danke sagen, weil ein Künstler ist nichts ohne sein Publikum. Für das macht man es. Es ist schön, wenn man für sich selber tanzt, aber wenn es niemandem gefällt, dann ist es halt auch nicht so ideal. Und ja, da gibt es ganz liebe Leute, die irgendwie an dem Gefallen finden, was ich mache. Und jetzt genug mit 2014. 2015 hat ja jetzt begonnen. Es verspricht auch ein ereignisreiches Jahr zu werden. Was steht für dich auf dem Programm? Mein großer Neujahrsvorsatz für 2015 war ja der, einfach es einmal ein bisschen ruhiger anzugehen, weil gerade die letzten Jahre wirklich sehr, sehr turbulent waren und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen intensiver wieder zu leben, auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben, ein bisschen mehr Zeit für die Familie und für die Freundin. Und ich möchte endlich ja meinen Traum vom Bauernhaus fertig bringen, das Haus renovieren und ja, einfach einmal ein bisschen zu Hause ankommen. Es war immer so viel los auswärts, dass ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr soll es einmal ein bisschen ruhiger sein, man kann nicht immer Vollgas geben. Mein Herz brennt zwar nach wie vor für die Sache, einmal schauen, ob ich es wirklich schaffe, so viel daheim zu sein, wie ich mir vornehme, weil ein paar Projekte gibt es ja doch auch, wo ich nicht da sein werde, aber es wird, glaube ich, ein bisschen ruhiger zugehen als 2014. Und was hat es mit dem Bauernhaus auf sich? Was hast du dir da für Pläne genommen? Ja, das Bauernhaus möchte ich eben fertig renovieren. Das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Und das ist so das Projekt ja für den Sommer. Da wäre ich ein bisschen der Bauarbeiter und werde mir ja ein Haus und meinen Stall so herrichten, wie es gehört, so nach guter alter Handwerkskunst, mit authentischen Materialien, nur mit Holz und Stein und natürlichen Putzen. Ja, damit es halt so ein typisch steirisches Haus ist, wie man es so aus der Vergangenheit auch kennt. Und was machst du sonst so in deiner Freizeit? Weil außer renovieren und tanzen muss man ja vielleicht doch noch ein bisschen was anderes machen. In meiner Freizeit? Ja, im Moment ist die Freizeit sehr spärlich. Ich habe sie immer nur vom Schlaf abgezogen. Aber ich bin natürlich total gern in der Natur. Es kann ja sein, dass ich mitten in der Nacht mit einem Freund noch auf einen Berg gehe oder im Wald laufen. Meine große Leidenschaft sind sowieso alte Bauernhäuser. Da erkunde ich ja immer die ganze Steiermark und schaue, was noch so schöne alte Relikte gibt, die ich noch nicht kenne. Das ist immer ein kleines Abenteuer auch. Und versuche dann den Leuten irgendwie auch ein bisschen klar zu machen, was das für ein baukultureller Schatz ist, den wir eigentlich da im Land haben. Und ihnen ein bisschen zu zeigen, wie man halt früher gebaut hat und dass die Häuser, die vor 400-500 Jahren gebaut worden sind, heutzutage immer noch stehen, weil sie einfach in so einer guten Qualität gebaut worden sind und dass es auch wichtig ist, sie zu schützen und sie zu erhalten. Das ist ein sehr schöner Vorsatz. Und zum letzten Thema, was möchtest du dieses Jahr unbedingt machen, also deine großen Träume? Was hast du dir noch so gesetzt für 2015? Meine großen Träume für 2015? Ich habe so ein Glück gehabt, dass die letzten Jahre eigentlich so
gut verlaufen sind, dass viele meiner Träume in Erfüllung gegangen sind. Das ist auch jetzt, schön. Jetzt muss man eigentlich fast einmal ein bisschen dankbar sein und ja, mit den Wünschen auch mal vielleicht ein bisschen kleiner ansetzen. Also es gibt im Moment jetzt gar nicht so diesen größten Lebenswunsch, wo ich sage, das muss jetzt noch passieren. Ich bin einfach ja im Moment sehr glücklich und dankbar, dass alles so gut funktioniert, wie es gerade läuft. Und ja, ich müsste jetzt einen Wunsch mir gerade in dem Moment einfallen lassen. Natürlich gibt es viele kleine Wünsche, aber ja, ein kleiner Wunsch wäre eben einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben für private und persönliche Dinge, die man gern macht, so wie Karten lesen zum Beispiel, auch eine große Leidenschaft von mir. Also Landkarten, weil ich auch mal Geografie studiert habe und da vergehen die Stunden im Flug. Es fragen mich immer alle, was tust du so lange, wenn du auf das eine Blatt Papier schaust, aber da gibt es einfach so viel zum Herauslesen und das gefällt mir. Und für solche Dinge wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben, das wäre irgendwie ganz schön. Ja, dann danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute und wünsche dir, dass 2015 für dich genauso gut verläuft, wie es du dir erhoffst, und danke nochmal. Danke fürs Interview. Dankeschön. In unserem nächsten Beitrag wird es kulturell. Der Kulturbund Leoben lud vor kurzem zu einem Vortrag rund um das Thema Museen. Diesmal ging es um das alte Rathaus in Eisenerz. Montagabend lud der Obersteirische Kulturbund in den Kongress Leoben. Grund dafür? Ein Vortrag samt bildlicher Untermalung zum Thema Das Museum im alten Rathaus, ein Ort, wo Eisenerzer Geschichte lebendig wird. Ja, ich habe eine gute Bekanntschaft zur Familie Jontes und Günther und Liselotte Jontes haben mich eben wieder zu diesem Vortrag eingeladen, schon das dritte Mal, also jedes Jahr wählen sie sich oder wünschen sie sich ein Thema, wo man eben regionale Geschichte vermittelt. Und heute habe ich eben die angenehme Aufgabe, das Haus vorzustellen, in dem ich jetzt seit 2011 also wirke. Aber als Museumsleiterin bin ich schon fast 25 Jahre in Eisenerz tätig und so habe ich eben vieles zu erzählen über die Eisenerzer Geschichte und heute eben im Speziellen über das Museum im Alten Rathaus. Neben Informationen über die Eisenerzer Vergangenheit und die großartige Bedeutung des steirischen Erzberges wurde auch über die Entstehung und Architektur des Alten Rathauses selbst gesprochen. Das Ziel und der Wunsch von mir und meinen Mitarbeitern wäre natürlich, die Leute neugierig zu machen auf unser Haus, auf die wunderbaren Ausstellungsstücke, auf die Raritäten, die wir dort präsentieren. Erzählen darf ich heute auch über unsere Arbeit, denn wir versuchen, Geschichte auf unsere ganz besondere Art lebendig zu machen. Besuchen Sie die vielen Raritäten und Schätze der Museumssammlung und tauchen Sie ein in die Geschichte von Eisenerz. Einen Hit voraus. Antenne. Suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiverr Speed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet im Eichfeld. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer. 9 Sender. Ein gemeinsames Dach.
R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Seit gestern haben Sie die Möglichkeit, die Ausstellung Lust am Kontrast von Gyrit Kratzer im Foyer des Alten Rathauses zu besuchen. Bis 20. März haben Sie noch die Möglichkeit, vorbeizuschauen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Besuchen Sie die Besser-Leben-Tage in der LCS. Am Donnerstag, dem 5. März von 10 bis 17 Uhr werden die Themen Gesundheit und Wohlfühlen in den Mittelpunkt gerückt. Unter dem Motto Vorbeugen ist besser als heilen erwarten Sie unter anderem ein Blutzucker- und Cholesterintest, Körperfett-, Blutdruck- und Lungenfunktionsmessung, ein Harvard-Fitness-Test, ein Computertest zur Bestimmung des biologischen Alters und eine kostenlose Entspannungsmassage. Im Gespräch mit einem Arzt werden aus all diesen Momentaufnahmen der persönlichen Gesundheit konkrete Wege der Vorbeugung aufgezeigt. Letzter Satz noch einmal. Im Gespräch mit einem Arzt werden aus all diesen Momentaufnahmen der persönlichen Gesundheit konkrete Wege der Vorbeugung aufgezeigt. Gemeinsam mit dem Land Steiermark und der Stadt Leoben errichtet die ÖBB Infrastruktur AG bis Dezember ein neues Parkdeck direkt beim Hauptbahnhof Leoben. Nicht weniger als 334 Stellplätze in drei Ebenen wird das neue Parkdeck in Leoben aufweisen. Zusätzlich sind 7 Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und 80 Fahrradabstellplätze geplant. Finanziert wird das 4,7 Millionen Euro Projekt vom Land Steiermark, der Stadt Leoben und durch die ÖBB Infrastruktur AG. Das Team Pilsner tritt bei der Gemeinderatswahl mit Mut und Zivilcourage an, um seine Kraft und Erfahrung für Leobens Zukunft einzusetzen. Leopold Pilsner begründet die Motivation seines Teams bei der Wahl anzutreten mit den Worten: Wir wollen partnerschaftlich vorwärts in die Zukunft schauen, planen und umsetzen. Leopold Pilsner möchte sein Wissen, das er 20 Jahre lang in Fragen der Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen erarbeitet hat, für die Stadt Leoben einbringen. Liebe Zuseher, das war's auch schon für diese Woche mit Kanal 3 Mürztal. Alle Informationen zu unserem Sender finden Sie wie gewohnt im Internet unter www.kanal3.tv. Außerdem finden Sie uns auch auf Facebook und YouTube. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Mitdabeisein. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen.